Guten Morgen Deutschland. Mein Sohn kam vorige Woche zu mir und meinte: Papa, ich möchte mal eine Woche so richtig gesund leben und auch richtig viel Sport machen. Nun, das hört man natürlich gerne und ja, weil mein Sohnemann gerne auch mal in der Schule seine gesunde Frühstücksdose gegen Knoppers, Milchschnitte, Hanuta und was es da alles nicht gibt, eintauscht, ja, und entsprechend schon durchaus ein kleines Bäuchlein hat, war ich da ja sehr erfreut. Die Ärztin sagt zwar, er sei noch im Normalbereich, aber naja, eine kleine Mutter hat er da schon dran. Und da ich ja auch selber ja, darunter gelitten habe unter dem Übergewicht als Kind, will ich ihn da zu 100% unterstützen und ich nehme mir da auch diesbezüglich gerne ein paar Tage intensiv Zeit, um mit ihm so ein richtig kleines Bootcamp zu veranstalten. Und von daher mache ich mir nun Gedanken, wie ich meinen Sohn, der 10 Jahre alt ist, innerhalb von ungefähr 5 Tagen so striezen kann, dass ich die Motivation, die er selbstständig ja auch aufgebaut hat, wirklich so kanalisiere, dass er den veganen und den sportiven Lebensstil selbstständig auch dauerhaft umsetzen möchte. Da ich ja der Überzeugung bin, dass dies für Körper, Geist, Seele, für alles der gesündeste Lebensstil ist. Ich weiß, der ein oder andere ist immer noch der Meinung, dass Kinder nicht vegan ernährt werden sollten. Aber ich hatte ja auf Facebook schon vor ein paar Wochen mal so ein Interview gepostet mit der Ärztin und ja, und finde da auch heutzutage die Einstellung ist eigentlich jetzt schon total veraltet. Die Information ist mittlerweile so weit und wir haben ja eigentlich auch einen Konsens. Ist natürlich so, dass man ein Kind auch gewisse Informationen mitgeben muss und da ich auch nicht jeden Tag bei ihm bin, da meine Freundin und ich ja immer mal getrennt leben, mal zusammenleben, wir sind zwar seit 15 Jahren schon zusammen, aber ja, 2-3 Jahre mal zusammenleben ist wunderbar, dann aber mal wieder 1-2-3 Jahre getrennt und wieder zusammen, da passt das dann schon besser und da muss ich eine gewisse Selbstständigkeit in ihn auslösen, eine dauerhafte Motivation generieren. Das Positive ist, dass die Mama auch mit am Strang zieht, obwohl sie selber nicht vegan ist, aber sie findet vegane Ernährung an sich sehr sehr gut und ja, sie hat aber selber halt keine Informationen und keinen wirklichen Zugang dazu und von daher ist es wichtig, ja, dass er das weiß. Und jedes Mal zum Papa gehen funktioniert nicht, wir sind 10 km auseinander, also da muss er von selber aus sich selber das rauskommen. Daher auch die Frage an Euch, habt ihr Ideen, was man in den 5 Tagen irgendwie machen könnte? Ich sage Euch, was ich bisher geplant habe und dann könnt ihr ja mal schauen. Also es soll wirklich eine Herausforderung werden und nicht nur so lala, es soll schon ein bisschen Bootcamp mäßig sein. Morgens geht's los, dachte ich mir, da kann er sich immer selber so einen Smoothie zusammenstellen. Tags zuvor gehen wir dann einkaufen und den Smoothie soll er komplett nach seinem Geschmack zubereiten. Das heißt wirklich Obst und vielleicht ein bisschen Gemüse, muss ich mal sehen. Dann machen wir morgens ein kleines Workout, so mit YouTube. Das heißt relativ relaxed, schön mit Musik und leichter Kost, tanzen mit Anna, den YouTube-Kanal werde ich wahrscheinlich dafür nehmen, und so gemeinsames Workout. Danach erledigen wir selbstständig unsere Arbeit. Das heißt, er muss in der Woche so ein 340 Seiten dickes Buch durcharbeiten. Für einen 10-jährigen Jungen ist das richtig, richtig viel. Und ich mache halt meine Sachen, die ich da auch nicht verschieben will in den 5 Tagen. So, vor dem Mittag machen wir dann noch ein bisschen Krafttraining. Das ist das, was mein Sohnemann unbedingt auch machen wollte, weil bei mir die ganzen Hanteln und so liegen. Mittags essen wir dann halt, ja, natürlich, wahrscheinlich mit einem hohen Rohkostanteil, da mein Sohn diesbezüglich auch schon sehr starke Tendenzen hat. Er isst zum Beispiel die Pilze am liebsten roh und auch frisches Gemüse isst er total gerne. Schon seit er ein kleinstes Kind war, also. Da geht bestimmt was. Nachmittags versuche ich dann mein Ding schon so weit wie es geht durch zu sein und dann gehen wir in den Garten und machen Gartenarbeit und auch ein bisschen Fitness und da will ich Ihnen auch ein bisschen Informationen bezüglich der Natur und den Garten an sich da irgendwie an den Mann bringen. Danach gehen wir dann nach Hause und werden dann 2-3 Stunden in der Wanne liegen und uns unterhalten über Gott und die Welt, einfach so ein bisschen relaxen halt. Dann gibt es Abendbrot, vielleicht noch ein bisschen Krafttraining und dann vielleicht noch eine DVD schauen oder so. Das ist zumindest das Grundkonzept. Aber vielleicht fällt Euch ja noch irgendwas ein, was man damit reinbringen kann. Mal so eine Earthlings-CD am Abend reinschieben oder so. Ich habe keine Ahnung. Also lasst mich wissen, was Eure Ideen diesbezüglich sind und ja, auch was Ihr generell davon haltet. Weiterhin werde ich jetzt auf meinem Kanal für die alten Videos die Werbung aktivieren. Das bedeutet, diejenigen unter Euch, die täglich meine Videos schauen, für die ändert sich erstmal nichts. Neben dem offensichtlichen Fakt, dass da hoffentlich ein paar Euros zusammenkommen werden, wenn ihr auf die Banner klickt oder diese Werbung anschaut, kommt noch ein Punkt dazu, der auch der Auslöser war, warum ich das jetzt zumindest für die älteren Videos die Werbung aktiviere. Und das interessiert Euch bestimmt auch, weil für mich war es ziemlich desillusionierend. Wenn zwei YouTuber die gleiche Thematik bearbeiten, wie zum Beispiel
satt essen mit High Carb veganer Ernährung und die gleiche Qualität der Videos haben. Also YouTube bewertet die Qualität und damit die Höhe der Videos in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nach. Wie oft wird ein Video angeklickt, also die Views? Ich will Daumen nach oben hat es, Daumen nach unten werden dabei kurioserweise überhaupt nicht berücksichtigt. Und wie lange werden die Videos angeschaut? Also wie lange schaut man sich das Video in Minutenzahl an, nicht prozentual. Und wenn eben zwei Menschen, zwei YouTuber dasselbe Thema bearbeiten, dieselbe YouTube-Qualität haben, wird der YouTuber mit geschalteter Werbung viel höher gerankt als der YouTuber ohne dass er die Werbung aktiviert hat. Das bedeutet, die Message desjenigen mit Werbung hat eine viel höhere Reichweite. Und da es mir ja mittlerweile auch neben den Tests auch darum geht, eine Message rüberzubringen, also vor allem die Positivität der veganen Ernährung, ein bewusstes Leben zu führen, all das, fand ich das schon echt ziemlich scheiße, muss ich sagen. Und ja, wenn die Leute, die irgendwelchen in meinen Augen wirklich Blödsinn erzählen, einfach nur, weil sie Werbung aktiviert haben, besser gerankt sind. Also das ist krass. Das bedeutet nämlich auch, dass die öffentliche Wahrnehmung eben viel mehr von Menschen gelenkt wird, die monetär motiviert sind, als das es jetzt der Fall wäre, wenn es nur um die Qualität der Videos geht. Ich verstehe das seitens von YouTube als Firma vollkommen und das ist auch nachzuvollziehen, auch logisch. Das bedeutet ja einfach, das bedeutet mehr Einnahmen, wenn solche Videos geschaut werden, die den werbetreibenden Firmen Geld aus der Tasche ziehen und demzufolge auch zu YouTube kommen. Aber für mein Gerechtigkeitsempfinden, also hat das schon, sagt das schon dermaßen, muss ich sagen. Also allerdings bin ich eben auch kein Freund von Werbung und so habe ich mich dann für diesen quasi Mittelweg entschieden. Mein aktuelles Video, also diejenigen die das täglich schauen, das bleibt komplett werbefrei und die älteren Videos die bekommen halt diesen Monetarisierungsklick. Ich wollte das nur noch einmal öffentlich und deutlich ansprechen und hoffe ihr habt da auch Verständnis und wisst das auch ein bisschen so zu schätzen, dass ich das nicht irgendwie heimlich mache, sondern ja, so wie es meine Art ist, offen und ehrlich mit euch kommuniziere und auch mit euch umgehe, weil es genau das wie ich auch möchte, dass ihr mit mir umgeht. Und ja, so, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Bootcamp mit meinem Sohn haltet. Wie hart soll ich das durchziehen und habt ihr da Ideen, wie ich in den 5 Tagen oder was ich da alles mit reinbringen kann? Ich freue mich da immer über eure Kommentare und wie ihr ja nun wisst, steigt damit die Qualität der Videos, wenn ihr kommentiert. Morgen werde ich im Übrigen wieder etwas für mich Schockierendes aus dem Buch Bericht der Lebensmittelsicherheit zum Besten geben. Das Tolle daran ist, dass ich als Veganer da relativ relaxed darüber sprechen kann, aber ich will da gar nicht vorgreifen. Thema heute soll sein, wie man einen 10-Jährigen in 5 Tagen positiv quält, sodass er danach am liebsten vegane Ernährung und viel Sport mag. Bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.